Oh, ich habe doch gar nichts gemacht. Ah, okay. Oh oh. What the hell? Our records don't say anything about a machine like this. Das ist uncool, das ist uncool. Die hat Bikes unten. Warum lacht die so? Aua, Mist. Ich hab's kommen sehen. Ich wollte eigentlich ausweichen. Au, verdammt. Ich klopf einfach drauf. Aua, aua, aua. Ich hab ganz verpasst, wohin sie fliegt. Okay, ich nehme mal kurz so einen kleinen Heiltrank. Kann ja echt schaden. Aua. Was? Warum haust du ab? Ich wette, das ist die nächste Phase. Okay, kein Schaden. Pass, starte Hacken. Was war das? Hacken abgeschlossen. It's trying to hack us. If we take hacking damage, it'll affect our bodies as well. Okay. Those look like corpses. Seriously being attacked with dead androids? Wait, I don't think... 2B, I'm detecting black box signals. They aren't dead. They've been turned into weapons. All right, this ends now. Das ist irgendwie schräg. Aua, Mist, wir werden wieder versucht zu hacken. Verdammt! Ich sehe hier vor allem nichts. Verdammt! Wir werden die ganze Zeit versucht zu hacken und... Ich würde gern wieder ein bisschen mehr sehen. Na, verdammt. I'm going to try to hack it back. Keep it busy. So, jetzt wirst du erstmal busy gehalten. Serious damage in memory regions.
Was machen die? Was macht das da? Wow, was ist das? Ein Alien. Pod! Affirmative. Go! Oh Mann. Zerstört. Thanks for the assist. Oh, you mean the hacking? No worries. Us scanners are pretty good at that kind of thing. I've got your back anytime. We have to save those androids. Oh, Entschuldigung. Ich hab's irgendwie übersprungen. Jetzt habe ich nicht mitbekommen. Ich glaube, die sind alle schon tot, die Androiden. Wir können sie wohl nicht mehr retten. Auch die Blackboxen nicht mehr. Die sind jetzt wahrscheinlich alle verstummt. Und mittlerweile ärgere ich mich wirklich, dass ich auch nicht die Blackbox Edition vorbestellt habe. Da wäre eine Figur bei gewesen. Das wäre echt ein cooles Gimmick noch gewesen, dass man das ins Regal stellen kann. So, da wären wir am Ausgang. What is it? That machine had some pretty weird things to say, huh? It's almost like it had actual emotion. The machines don't have feelings. You said that yourself. Yeah, I guess. Ja, da bin ich mir echt aktuell nicht mehr so sicher. Ich meine, wir sind auch nur erschaffen worden. Wir können auch sowas wie, also hier als Tobi und so weiter. Können ja auch irgendwie interagieren, können handeln, können nach eigenem Ermessen handeln, nach eigenen... Es ist im Grunde für mich klar möglich, dass die Roboter, die auf der Erde auch einfach ein Bewusstsein entwickelt haben oder halt ein Bewusstsein haben. Und dementsprechend ist hier eine Türe. Wo geht das denn hin? Okay. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Oh oh. Kupfererz. Oh, hier lag schon wieder wer rum. Oh mein Gott, was ist das denn? Oh, okay. Wurden die hier von hier gesteuert? Alles klar. Aber wir haben keinen Zugriff auf die Kisten. Wir müssen irgendwie Hacking Stufe 2 oder sowas besorgen. Alles klar, dann merken wir uns, hier unten ist eine weitere Kiste. Und ansonsten nichts weiter erstmal. Alles wieder hoch. Yeah! Ich mag beide Großwaffen. Und da wären wir wieder draußen. Rennen wir mal los. Hä? Echt? Hatten wir das nicht eben schon aufgesammelt? Egal, es ist wieder da. Der hat eine... Nein. This thing is awfully verbose for a machine. Das vergelten wir. Ja, wir gehen zum Dorf. Still, we should at least head over there and gather data, right? Boah, ist so interessant.
Wo ist dein Dorf? Moment, erstmal hier. Ja, warte. Ach, welch ein Spaß, ja. Aber, okay, ja, ich komme ja schon. Und eine weiße Flagge als Zeichen von, ne? Wir ergeben uns. Ja, Moment, sofort. Ich muss eben aufsammeln. Da liegt jemand tot rum. Bedeutet das, hier kann man drauf gehen? Erstmal. Wo ist er hin? Aha. Dann wollen wir mal gucken. Ja, ich bin unterwegs. What's that? Oh, right. You wouldn't have seen that before. They're sending supplies up from Earth to the moon in the bunker. There are no spare parts or fuel in space after all. Huh. Okay. Ich dachte zuerst, das wären Raketen gewesen oder so, nicht, dass sie uns jetzt angreifen. Hallo. Los, kleiner Roboter. Es gibt ja nur diesen Weg. So why don't the machines, whoa, or the aliens who created them, attack the bunker directly? They originally came here from outer space, right? Well, there are a few theories about that, but no one knows for sure. Hard to tell what an alien is thinking, you know? Ich guck mich mal um. Wenn wir hier runtergefallen wären, wären wir ja hier gelandet. Ich möchte nur mal sicher gehen, dass da eine Kiste ist. Ja! Okay, lieber Roboter, ich komme ja schon. Da oben gehen die Vorräte hin. Oh, alles klar. Da ist sogar noch ein Kistending zum Erweitern. Bis zum nächsten Besuch. Trophäe erhalten. Maschinendorf. Okay, ich werde mich jetzt nicht dadurch kämpfen. They all have white flags. Looks like they really don't want to fight. Okay, sie wollen nicht kämpfen. Hello. Before we begin, there's something you must understand. We are not your enemies. 2B, we can't trust anything the machines say. I understand that you see us as the enemy, but well, anyway. My name is Pascal. I'm the leader of this village. Those who reside here desire nothing more than to live a peaceful existence. Look around for yourself. You'll see that it's true. Oh Mann, krass. Ich habe immer mehr ein schlechtes Gewissen, die ganzen Roboter anzugreifen. Eine weiße Fahne bedeutet Kapitulation. Wisst ihr, wir haben schon so eine Art Beziehung zu euch Androiden aufgebaut. Ehrlich gesagt hoffe ich sogar, dass ihr das zu Anemone im Widerstandslager bringen könntet. Was ist das? Das ist ein Treibstofffilter, die sie gebeten hat. Wenn ihr es zu ihr bringt, sollte das Beweis genug für die friedliche Einstellung unserer Gruppe sein. In Ordnung. Ein Treibstofffilter. Oh, wie süß. Wir sind nicht der Feind. Ich werde mal Folgendes versuchen. Ich möchte nur sicher gehen, dass ich die nicht aus Versehen angreifen kann. Deswegen speichere ich hier erst einmal einen richtigen Spielstand ab. Oh Mann, und jetzt... Oh Mann. Wir können sie wirklich aus Versehen angreifen. I'm sorry.
Ich glaube, wir können ihn nicht töten, oder? Ich versuch's trotzdem. Okay, wir können sie nicht umbringen. Oder? Nee, alles klar. Mal gucken, ob wir jetzt Ärger bekommen. Nein. Und er greift auch nicht an. Oh Mann, ey, das ist so cool. So, Moment. Also wir haben ein weiteres kleines Dörflein. Hallo, seid ihr auch Freunde? Ach, Jean-Paul. Maschine mit Make-up. Ganz ruhig, wir sind nicht der Feind. Okay. Ich gehe mal hoch und guck mal eben. Zack. Wir sind nicht der Feind. Ja, ich verstehe es. Alle nicht der Feind. Was ist hier? Aha. Hallo, ich häng fest. Oh, Mann. So, wir sind jetzt... Ups. Einmal rundherum, glaube ich. Ich habe die Orientierung verloren durch diesen Rundlauf. Ich gehe mal eben kurz hier schauen, was haben wir da? Ah, ist abgesperrt. So. Und hier scheint irgendwas rot zu sein. Oh, Aufgabe. Die Existenz geht im Wesen voraus. Der Mensch ist nicht anders als das, was er lebt. Außerdem, hallo? Nones? Ja, und ihr seid? Wartet, nicht sagen. Ich habe bereits Schlussfolgerung. Ich möchte meine Erklärung den großen Geheimnissen des Seins hören. Nun gut, lasst uns damit beginnen, das Konzept der des Existenzialismus zu besprechen. Das Wesen und die Existenz sind zwei Seiten. Das ist derselbe Medaille. Aber was ist Existenz? Gut, dass ihr gefragt habt. Für die Antwort werde ich ein paar lange Stunden über... Das ist sinnlos. Okay. Es hat keinen Sinn, mit Jean-Paul zu sprechen. Wir haben irgendwann aufgehört, aus ihm schlau werden zu wollen. Es gibt immer nur die Kauderwelsch von sich, das er als Philosophie bezeichnet. Wenn ihr mehr wissen wollt, sprecht besser mit seinen Anhängerinnen. Denn sie drücken sich meist verständlicher aus. Dieser Typ hat Anhängerinnen? Wohl eher Fans, nehme ich an. Aber ja, es gibt ein paar, die ihm abkaufen, was er sagt. Fragt mich nicht, warum. Manche Leute sind einfach so drauf, schätze ich. Es gibt sogar eine Anhängerin von Jean-Paul hier im Dorf. Kennt ihr die Maschine mit dem bemalten Gesicht, die es ist? Ja, okay. Die war doch hier irgendwo. Oh. Miss Annie. Ich weiß nicht. Kann die hier gestorben sein? Kann die von oben runtergefallen sein? Oh, da oben ist die Kiste. Wie komme ich denn da hoch? Aha. Oh Mann, das ist... Ich krieg die Steuerung. So. Na also. So, wo... Wow, Entschuldigung. Ich muss einmal kurz wieder eine Etage runter. Hi! Ich gebe auf, ich gebe auf. eine Kiste. Wow. Nein! Wow, nein, jetzt hör doch mal auf, runterzufallen. Okay, das ist auch irgendwie ein Rückweg. Das ist die andere Seite des Dorfes, der Hinterausgang, so gesehen. Die Musik ist so niedlich. Oh, das ist nicht niedlich. Was ist denn bei dir hier los? Verbindungsnetzwerk wird hergestellt. Ob das echte Netzwerk gemeint ist? Okay, verstehe. Das ist der Rundgang. Hier ist wieder der Abgang.
Also der, wo es runterging. Zack. So, da ist sie doch. Hallo, dürfen wir dich etwas fragen? Kennst du zufällig eine Maschine namens John Paul? Aber gewiss, mein John Paul ist ein Genie. Man kann in jeder Beziehung auf ihn bauen. Sprechen wir hier von demselben John Paul? Beim Gedanken daran, wie viel er mich lehren könnte, schrieb ich Ihnen einen Brief mit der Bitte, mich anzuleiten. Ich bring ihn doch, Ihr bringt ihn doch nicht hin, oder? Hm? Ich kann nicht zulassen, dass diese Dame aus der Wüste ihn zuerst erreicht. Oder diese Schreckensschraube aus dem Vergnügungspark. Na toll, es gibt noch mehr von dieser Sorte. Und Augenblick mal, Sie haben Geschlechter? Okay. John Paul aktualisiert. Also ab, wieder zu John Paul. Tschüss. Habt ihr schon etwas über John Paul erfahren können? Hallo? Ah ja, ich verstehe. Träume sind die geistigen Versionen. Perfekter Realität. John Paul, wir haben etwas für dich. Ah, erlaubt mir sofort einen Blick darauf zu werfen. Interessant, ein Brief, nicht wahr? Eine weibliche Maschine hat uns gebeten, ihn dir zu bringen. Sie sagt, sie können sich auf dich verlassen und dass du so ziemlich alles wüsstest. Ja, nun, wenn ihr erlaubt, glaubt ihr, dass die Existenz dem Wesen vorausgeht? Hat das etwas mit dem Brief zu tun? Nein. In Ordnung, aber solltest du nicht auf diesen Brief antworten? Ist man verpflichtet, jede Frage zu beantworten, die eingestellt wird? Falls das euer Anspruch ist, wer oder was wäre denn mächtig genug, mir eine solche Bürde aufzuerlegen? Das ist Zeitverschwendung. Da hast du recht. Okay, und gehen wir mal runter und sagen ihr Bescheid. Rutsch. Da seid ihr ja, und? Was hat der Meister zu meinem Brief gesagt? Er hat tatsächlich gesagt, dass er sei eine Antwort nicht wert. Ich wusste es. Ist er nicht der Größte? Ich kann gar nicht genug von ihm bekommen. Was? Was du nicht sagst? Okay, nette Nebenaufgabe. Haben wir EP erhalten? Nein. So, jetzt muss ich aber doch erst nicht mal auf die Karte gucken. Karte? Denn das ist alles etwas sonderbar. Wir sind hier in einem kleinen Maschinendorf. So, was ist da? Oh, alles klar. So rum ist das Ganze gedacht. Die Wüste. Okay. Das ist das komische Dingsterbumsterdorf. Okay. Moment, was ist das denn? Wo kamen wir denn jetzt her? Von hier jedenfalls nicht, oder? Ich gehe mal schauen. Okay, hier kann man echt... Okay. Man kann hier echt viel im Kreis umherrennen. We can get into the city ruins if we move that box. Aha, der Weg ist für die Zukunft freigehauen. Ein Anruf. Was geht ab? 2B here. What's wrong? Oh. There's this operator I kind of liked, but when I asked her out, she turned me down. What? Honestly, 2B, I don't know how I'm supposed to go on living. I am definitely not the person to discuss this with. I don't think I can stand spending one more day in this bunker. You leaving would be bad for me. It would affect mission efficiency.
you need me, Tubi? All Model B combat units require the assistance of an operator. So... Tubi? That's all. Closing this channel. What the fuck? Wie war das nochmal mit der Thematik, dass die Androiden keine Gefühle haben sollen? Also, Tobi meinte das am Anfang. Ich gucke jetzt nochmal auf die Karte. Ah, okay. Da vorne um die Ecke könnten wir rauskommen und hierhin. Ach, alles klar, das ist die Maschinenstadt. Okay, ja, wir müssen ja... ich gehe da jetzt nochmal hin. Noch einen Brief für Jean-Paul besorgen. Ach, ja, stimmt, ja. Dann glaube ich, der andere Weg ist etwas schneller. Okay. Ich denke, wir machen dann jetzt hier Schluss mit der Folge. Ich werde jetzt da wieder hinlaufen, mir einen Brief holen, also in der Stadt, und wir nehmen von dort aus weiter auf. Also, bis zur nächsten Folge. Ciao, Leute.